Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute starten wir mit den evolutionären Algorithmen. Hört sich wieder mal mega kompliziert an, ist aber eigentlich ziemlich einfach. Eins der einfachsten Themen, die wir bisher hatten, glaube ich sogar. Okay, ich glaube, ihr freut euch trotzdem ganz schön drauf, weil irgendwie evolutionäre Algorithmen hören sich echt professionell an und ja, man kann auch viel damit erreichen, deswegen ist es ziemlich cool. Okay, fangen wir direkt mal an und zwar mit dem Grundalgorithmus. Der Grundalgorithmus ist wirklich sehr simpel, besteht allerdings aus drei Unteralgorithmen. Und ja, davor brauchen wir noch ein paar Namen. Wir werden jetzt, weil wir irgendwie in Richtung Bio gehen, jetzt schon fast ein bisschen, werden wir von Individuen reden. Also eins davon ist ein Individuum. Also ein Individuum ist bei uns, weil wir ja lernen wollen, eine Hypothese. Wir wollen ja immer schauen, welches ist die beste Hypothese, zum Beispiel, welche Hypothese bildet meine, keine Ahnung, was auch immer ich habe, am besten ab. Und wir wollen die Hypothesen jetzt halt Individuen nennen, weil dann passt es halt besser mit der, ja, wenn, mit der ganzen Bio zusammen. Wenn ihr irgendwie danach googelt, ist es auch ganz wichtig, dass ihr hier halt nach den Begriffen jetzt googelt und nicht nach denen, wenn ihr speziell nach evolutionären Algorithmen sucht. Deswegen stelle ich die kurz einfach mal vor. Okay, dann haben wir eine Population. Das ist einfach alle Hypothesen, die wir so finden, packen wir in eine Population. Das ist alles, was wir aktuell zur Verfügung haben. Davon können ein paar sterben oder ein paar weiterleben. Und im Prinzip teilen wir die auf in Generationen. Eine Generation ist, wie bei uns Menschen auch, eine, ja, sozusagen Ebene von Hypothesen in dem Fall oder von Individuen. Das bedeutet, wenn unsere Individuen, also unsere Hypothesen, Kinder erzeugen, dann gehören die zur nächsten Generation und die Individuen, die die Kinder erzeugt haben, sind die Elterngeneration. Also Eltern, Kinder, Großeltern, all das gibt's jetzt. Wir nennen die allerdings oftmals nicht nur Kinder, sondern auch mal Nachfolger, denn Nachfolger ist ein bisschen mehr. Ein Kind ist der Nachfolger von seinem Elternteil und von seinen Großeltern und von den Eltern von den Großeltern und so weiter und so fort. Okay. Und das wahrscheinlich Wichtigste ist die sogenannte Fitnessfunktion. Davon haben wir bisher noch nichts gehört, aber wenn ich euch sage, dass es die Gütefunktion ist oder einfach unser Maß, wie gut unsere Hypothese ist auf den Daten, dann ist es, glaube ich, schon relativ eindeutig, was das ist. Okay, nur kurz eben, damit ihr die Begriffe kennt, wenn ihr danach irgendwie googeln wollt. Super. Jetzt fangen wir tatsächlich an mit diesem Algorithmus, und zwar dem Grundalgorithmus einfach. Den könnt ihr quasi für alles anwenden, was wir jetzt dann demnächst machen werden. Und es gibt vielleicht ein paar Optimierungen dazu, aber im Prinzip besteht er ja eigentlich nur aus drei Unteralgorithmen und deswegen ist er relativ simpel. Okay, als erstes wollen wir das Ganze wiederholen und zwar solange nicht alles optimal ist. Also solange wir nicht die beste Hypothese gefunden haben, solange wollen wir das Ganze wiederholen und zwar von vorne bis hinten. Alles. Okay, und danach, was machen wir als erstes? Naja, wir holen uns ein paar neue Eltern, also wir suchen uns aus unserer aktuellen Population, deswegen packen wir die Population als Parameter hier rein. Wir geben sozusagen diesem Select Parents die aktuelle Population und der sucht uns die besten, also auch mit ein bisschen Wahrscheinlichkeit noch dabei, das werden wir dann alles sehen, wenn wir an die einzelnen Dinger hier gehen. Wir suchen uns die besten Eltern aus, die die Nachkommen erzeugen können, also sozusagen die fittesten. Wer findet sozusagen eine andere Hypothese am sexiesten, damit er mit der Nachkommen machen möchte? Gut, dann lassen wir die ganzen Algorithmen und Hypothesen bumsen und generieren ein paar Kinder, Children. Und zwar über den Parents, die wir hier gerade selektiert haben. Das heißt, wir speichern uns das ganze Ding einfach mal hier in die Parents rein. So. Also das, was hier oben rauskam, das speichern wir uns in die Parents und dann lassen wir die Parents bumsen und haben die neue Kindgeneration, also die Nachfolger oder die Kinder von den Parents. Okay, so und jetzt wählen wir aus allen, da gibt es auch verschiedene Algorithmen oder verschiedene Policies, also verschiedene Arten, wie man es machen kann. Nämlich man wählt entweder die, also das hier speichern wir erstmal noch in die Kinder rein, Children. So. Und jetzt kann man entweder die Parents und die Children überleben lassen, aber normalerweise sagt man, okay, es können nicht alle leben, dazu ist nicht genug Platz auf dieser Welt. Denn unsere Welt, mit der wir hier arbeiten, ist eine ziemlich kleine Welt. Und jetzt packen wir das einfach hier entweder alles rein und wählen aus beiden Mengen, also das hier sind ja Mengen und das ist eine Menge. Und die Population, die wir davor hatten, ist auch eine Menge. Die Parents sind aus der Population. Jetzt können wir eben die Children und die komplette Population betrachten, also beide vereinen und dann die besten raussuchen. Dann gibt es allerdings ein bisschen Inzest, dann kann es mal passieren, dass halt die Kinder wieder mit den ehemaligen Eltern
irgendwie weitere Kinder machen und so weiter, aber ist egal, das interessiert die Hypothesen nicht wirklich. Aber es kann auch sein, dass wir unsere Elternpopulation komplett töten und nur die Kinder wieder nehmen und so weiter und so fort. Aber das, wie gesagt, das machen wir dann in unseren anderen Videos. Jetzt machen wir erstmal hier einfach nur so, wir sagen, die neue Population, also Population neu oder auch einfach nur Population genannt, denn es ist ja ein While-Algorithmus, also wir machen im Prinzip dasselbe mit derselben Population wieder, wird selektiert, select, pop, also pop steht für Population, ich habe nur keinen Platz für alles, und zwar anhand der Fitness-Funktion. Das ist die, die ich euch gerade schon vorgestellt hatte, die hier oben, die nennen wir jetzt hier einfach mal Fitness. Und anhand von den Parents und anhand von der vorigen Population, nicht nur die Parents, es können natürlich auch noch andere drin sein, also wir nehmen die komplette Population hier mit. Und anhand von den Kindern, wobei ihr das gerade nicht mehr lesen könnt, tut mir leid. So, und dann wählen wir uns einfach aus, welche überleben jetzt und kommen in unsere neue Population und werden wieder Kinder erzeugen und so weiter und so fort. Wie gesagt, es kann sein, dass wir die hier komplett töten oder wir betrachten einfach alle und suchen uns dann die besten davon aus. Da gibt es mehrere verschiedene Policies. Gut, und das ist eigentlich unser Grundalgorithmus. Jetzt wissen wir natürlich immer noch nicht, wie definieren wir uns optimal, wie selektieren wir uns die Parents, wie generieren wir die Kinder, das kennen wir alles noch nicht, wie sind überhaupt diese ganzen Hypothesen kodiert, also wie stellen wir das Ganze dar, wir müssen ja irgendwie dann auch an die Programmierbarkeit denken und wie selektieren wir unsere Population, und das werden wir alles in der Serie machen. Kurz davor noch möchte ich euch erzählen, was man so alles machen kann, und zwar genetische Algorithmen ist im Prinzip was relativ Einfaches. Ja, was heißt relativ einfach? Es ist im Prinzip genau das, was wir hier gemacht haben, nur dass unsere Hypothesen in einem K-Alphabet dargestellt werden. Also eine Hypothese sieht dann folgendermaßen aus. Hypothese ist dann zum Beispiel, wenn wir das 2-Alphabet benutzen, sowas hier 0, 1, 1, 0, 0, irgendwas binär halt. Wohingegen, während wir das 10er-Alphabet benutzen, dann haben wir halt irgendwelche solchigen Zahlen. Also ihr könnt euch da, müsst euch nicht unbedingt auf binär festlegen, sondern ihr könnt euch aussuchen, habt ihr jetzt 10er oder 2er, das könnt ihr da machen, wie ihr es gerade braucht. Okay, nur dass ihr wisst, wenn man solche Hypothesen hier hat, dann redet man von sogenannten genetischen Algorithmen, evolutionäre Algorithmen, habe ich nicht hingeschrieben, ist der Oberbegriff für alles. Wenn ihr das Ganze als Vektor habt, also als, ja im Prinzip auch sowas hier, aber tatsächlich dann mit Matrizen rechnet und so weiter und so fort, dann spricht man von evolutionären Strategien. Und wenn man von Bäumen redet, dann geht es ums genetische Programmieren. Wir gucken uns alles so ein bisschen an. Und ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen als Einstiegsvideo dazu. Und ich hoffe, ihr könnt auch damit was anfangen. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal dann. Bis dann, ciao.